Ja, Herr Markowitsch, es ist uns eine große Freude, heute nochmal zum Abschluss beim 5-10-Film-Festival, dass Sie da sind, als unser Special Guest dieses Jahr. Wie ist denn Ihr Eindruck nach 2 Tagen Festival? Wie gefällt es Ihnen hier in Starnberg? Ich wäre gern länger hier gewesen. Das habe ich auch vorher schon vorgehabt. Es wurden aus den geplanten 4 Tagen leider nur 2. Die waren eng gepackt mit Terminen, weil es ja einen Haufen von Filmen mit mir gab, entweder als Schauspieler oder als Filmemacher, was mich natürlich wahnsinnig freut. Und ich finde das ganz großartig, dass ein Festival so außerhalb der üblich großen Metropolen sich dem annimmt, was das Wichtigste für unsere Filme überhaupt ist, dem Publikum speziell im Arthouse-Kino, im Programmkino. Und das funktioniert meiner Meinung nach nur über sowas, über persönliche Kontakte und aus dem Kino wieder das machen, was es verdient, nämlich etwas Besonderes. Und das gelingt einem Festival wie dem 5-10-Festival in ganz außerordentlichem Maße, weil es auf der einen Seite international ist und auf der anderen Seite trotzdem familiär. Und das ist eine Mischung, die muss einem erstmal gelingen. Also wirklich ganz großes Danke. Das ist auch ein großes Anliegen bei uns von Matthias Hellwig, unserem Festivaldirektor. Sie selber haben, wie ich finde, einen sehr schönen Film gemacht, Atmen, auch als Regisseur. Gleichzeitig ist es ja auch für Sie ein neues Publikum, das Atmen sehen kann. Wie wurde er denn aufgenommen hier in bayerischen Gefilden? Ich glaube, sehr gut. Also ich glaube schon, dass der einen intensiven Eindruck auf die Zuschauer hinterlassen hat, jedenfalls was ich aus den Gesprächen schließen konnte. Was natürlich umso mehr freut, als der Film wohl in Deutschland im Kino lief, aber eigentlich sehr schnell auch aus den Kinos verschwunden ist. Er hat sehr wenig Publikum gehabt in Deutschland. Man wünscht sich natürlich immer mehr. Umso wichtiger sind dann Gelegenheiten wie hier, dass man nochmal auf anderen Wege an ein Publikum herankommt, weil gerade Filme in der Art, wie ich sie mache, die schreien die Leute nicht an. Insofern ist es schwierig, mit ihnen Aufmerksamkeit zu erregen, und da hilft natürlich ein Festival. Ja. Zum Abschluss noch, bevor wir einen schönen Abend wünschen, was ist Ihr nächstes Projekt, auch sei es als Regisseur oder auch wieder als Schauspieler? Sie sind ja zuerst ein großer Darsteller, aber ich denke, vielleicht gibt es ja auch Regiepläne, die Sie fortknüpfen möchten. Ich habe tatsächlich Regiepläne, also die nächsten, die konkretesten, von denen ich weiß, sind die vermutlich am weitesten in die Zukunft reichen. Paradoxerweise, es geht um eine Opernregie im Jahr 2018 bei den Bregenzer Festspielen, einer zeitgenössischen Oper, die jetzt gerade erst komponiert wird. Ich fahre auch morgen deswegen nach Bregenz, um erste Vorgespräche zu führen. Davon weiß ich konkret, aber es liegt, wie gesagt, in 3 Jahren in einer für mich doch weiten Zukunft. Davor werden einige andere Sachen kommen, vielleicht noch schon mein 3. eigener Film. Ich arbeite an einem Drehbuch, aber welches von den mehreren Geschichten, die im Kopf herumschwirren, es dann tatsächlich wird, ich weiß es noch nicht. Dann sagen wir nochmal herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Gerne. Einen schönen Abend hier beim Abschluss beim 5-10-Film-Festival. Dankeschön, Herr Markowitsch. Bis zum nächsten Mal.